In der heutigen Episode geht es um die Einträge der Blendenwerte in den EXIF-Daten der Bilder aus einer Leica M. Ich bin Michael Birnbacher, Leica M-Enthusiast und Fototrainer. In meinem Podcast geht es um die Fotografie mit meiner Leica M. Meine fotografische Heimat ist der Leica Store in Nürnberg und gemeinsam bieten wir Workshops rund um das Thema Fotografie an. Mehr finden Sie auf meiner Homepage birnbacher.com und gerne beantworte ich Ihre E-Mails an michael@birnbacher.com. Aber nun zur aktuellen Episode. In den digitalen Bildinformationen moderner Kameras werden sogenannte EXIF-Daten gespeichert. EXIF steht für Exchangeable Image File Format und ist ein Standardformat, um unterschiedliche Metadaten, also nicht direkte Bilddaten, sondern Daten, die zum Entstehen des Bildes entstanden sind, abzuspeichern. Einfache Beispiele wären Aufnahmedatum und Uhrzeit. Welches Kameramodell haben Sie eingesetzt? Welches Objektiv wurde verwendet? Welche Verschlusszeit bzw. ISO-Einstellungen sind denn beim Fotografieren verwendet worden? Aber auch der Blendenwert wird in modernen Kameras in der Regel in den EXIF-Daten gespeichert. Die Blendeneinstellungen, die an der Kamera bei modernen Kameras durchgeführt und eingestellt werden, werden über Kontakte an das Objektiv übermittelt, beziehungsweise wenn Sie Einstellungen am Objektiv vornehmen können, so werden diese Informationen an die Kamera zurückgegeben und dann entsprechend in den EXIF-Daten gespeichert. Bei einer Leica M mit M-Objektiven sieht das ein wenig anders aus. Wenn Sie ein M-Objektiv in die Hand nehmen, dann sehen Sie an der Seite der Kamera keine elektronischen Kontakte. Im Zweifelsfall haben Sie noch die 6-Bit-Kodierung, die der Kamera optisch mitteilt, welches Objektiv Sie angesetzt haben, aber die Information über die eingestellte Blende bekommt die Kamera nicht mit. Wenn Sie das Objektiv genau anschauen, ist der Ring der Blende vorne am Objektiv montiert und wird nach hinten nicht weitergegeben. Was hat das nun für Folgen? Die Folge ist, dass die Kamera nicht weiß, mit welcher Blende Sie fotografieren. Dann stellt sich aber die Frage, wenn die Kamera nicht weiß, mit welcher Blende Sie fotografieren, warum in den EXIF-Daten dann Blendenwerte sichtbar sind, beispielsweise in Lightroom, Capture One oder anderen RAW-Konvertern und Bildbearbeitungsprogrammen. Diese Werte, die Sie dort sehen, sind mehr oder weniger Differenzwerte zwischen dem einfallenden Licht und dem tatsächlichen Licht. Was heißt das? Wenn Sie die Kamera von vorne anschauen, dann sehen Sie ober dem Objektiv entweder den Leica-Punkt bzw. die entsprechende Schraube bei den P-Modellen oder bei den Monochrom-Modellen, aber links darüber finden Sie auch einen kleinen gläsernen Sensor. Dieser Sensor hat die Aufgabe, das einfallende und Licht zu messen. Das heißt, die Kamera weiß nun, wie viel Licht kommt durch das Objektiv mit der entsprechend eingestellten Arbeitblende und die Kamera weiß, wie viel Licht kommt außerhalb vom Objektiv bis zur Kamera. Und aus dieser Differenz berechnet die Kamera, die Software in der Kamera, die vermutliche Blende. In manchen Fällen stimmt das, aber Sie können sich jetzt folgendes Beispiel vorstellen. Wenn Sie beispielsweise ein ND, also ein neutrale Dichte oder Graufilter, an das Objektiv ansetzen, dann entspricht das ja einer anderen Blendeneinstellung im Verhältnis zu dem tatsächlich gemessenen Licht von dem kleinen Sensor direkt am Kameragehäuse. Und der dadurch berechnete Blendenwert stimmt daher nicht mehr, der in den EXIF-Daten gespeichert wird. Eine Zeit lang wurde in den M-Kameras der Blendenwert in den EXIF-Daten gespeichert. Ich kann mich erinnern, am Anfang, glaube ich, von der M10-Serie wurde kein Blendenwert in den EXIF-Daten gespeichert und da der Aufschrei in der
Anwenderschaft sehr groß war, wurde mit einer Firmware, also mit der Aktualisierung der Software in der Kamera, der Blendenwert wieder berechnet und eingespielt. Folge, dass jetzt wieder Anwender der Meinung sind, dass die Leica-Kameras die Blenden nicht richtig erkennen können. Also zusammenfassend muss man jetzt sagen, es ist keine Möglichkeit vorhanden, dass Leica-M-Objektive Blendenwerte an die Kamera übergeben, und daher ist auch keine Möglichkeit vorhanden, dass die EXIF-Werte hinsichtlich der Blende in der Kamera wirklich richtig gespeichert werden können. Ich hoffe, dass mein Beitrag ein wenig Klarheit in die Frage bringt, warum denn die EXIF-Daten einen falschen Blendenwert anzeigen können. Wie Sie hören, geht die Episode dem Ende zu. Ich freue mich, dass Sie dieser Episode zugehört haben und hoffe, Sie bei der kommenden wieder begrüßen zu dürfen. Auf meiner Homepage birnbacher.com können Sie sich zu meinem Newsletter eintragen. So werden Sie über neue Episoden und Workshops aktuell informiert. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Michel Birnbacher, ein Leica M-Enthusiast.